Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Videoformat für euch, das schon seit Jahren auf YouTube rumgeistert. Aber ich glaube, dieses Videoformat ist doch noch recht interessant und auch ganz beliebt. Deswegen dachte ich, ich schließe mich dem Ganzen einfach mal an und mache mit. Und zwar habe ich heute ein What's in my bag Video für euch. Fangen wir mit der Tasche an, die ich momentan benutze. Die sieht so aus. Und zwar ist das eine Tasche von Max, die ich vor Jahren gekauft habe. Also die ist wirklich schon sehr, sehr alt, aber ich habe sie immer nur sehr selten benutzt. Was bei dieser Tasche irgendwie so das Besondere ist oder was ich immer sehr gerne mochte, ist, dass hier eigentlich noch so ein Kunstfellbesatz drauf ist, den man mit Druckknöpfen festmachen kann. Das ist allerdings nicht mehr so ganz mein Geschmack, deswegen benutze ich die Tasche jetzt immer ohne diesen Besatz und ja, so gefällt sie mir eigentlich besser und sie sieht aus wie so eine, ja, so eine typische College-Tasche irgendwie. Gucken wir mal rein. Ich habe die Tasche jetzt genau so gelassen, wie ich damit am Freitag nach Hause gekommen bin. Heute ist Sonntag und das heißt, ich habe sie seitdem nicht mehr benutzt oder auch überhaupt berührt. Das Einzige, ich habe nur eben mein Handy in das Fach gesteckt, wo es immer drin ist, aber weil es einfach mit dazugehört, weil ich es immer dabei habe. Aber fangen wir mal an. Die Tasche hat zwei Fächer, eine kleine vorne und ein großes Fach. Und in dem Fach vorne habe ich immer eigentlich nur Taschentücher. Die muss ich immer dabei haben, da gerade jetzt im Winter, wenn es kalt ist, mir einfach ständig die Nase läuft. Und ich sehe gerade, hupsala, was da noch drin ist, ist so ein Anhänger, der eigentlich an der Seite von der Tasche dran war. Der hat mich aber total genervt, weil der beim Laufen immer so dagegen geknallt ist und einfach immer Krach gemacht hat. Und ich habe gerade noch einen Bleistift da drin gefunden, so einen schwarzen Bleistift, der aus einem TheNewYorker.de. Das ist ein Hotel in Köln. Wir waren mit der Arbeit da und haben so einen Workshop gemacht und ja, da habe ich anscheinend aus Versehen diesen Bleistift eingesteckt. Das ist alles, was in dem kleinen Fach vorne drin ist. Dann habe ich in dem großen Fach mein Handy immer in so einer Einstecktasche drin. Halt extra so eine fürs Telefon. Hier ist mein Handy, sieht so aus, ist ein altes iPhone 5. Es wird dringend mal Zeit für ein Update, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gucken wir weiter. Dann springt mir direkt ins Auge dieses kleine Täschchen hier. Wenn ihr meine Videos schon etwas länger schaut, dann kennt ihr das vielleicht. Das ist aus Dezember in einem Primark-Haul von mir drin gewesen. Das hatte ich nämlich extra für diesen Zweck gekauft. Ein kleines Kosmetiktäschchen, das ich in meine Tasche packen kann. Damit ich nämlich das, was hier drin ist, nicht immer lose darin rumtragen muss. Und hier habe ich so diese typischen, ja, so ein paar typische Frauenartikel drin. Also einmal habe ich, ja, wichtig, Tampons drin. Dann aber auch Kopfschmerztabletten, die ich einfach immer unterwegs brauche. Ich bekomme immer recht schnell Kopfschmerzen, wenn ich zu wenig trinke oder irgendwas. Es wirkt sich bei mir immer sofort in Kopfschmerzen aus. Dann habe ich noch eine Lippenpflege hier drin. Da benutze ich momentan von Alverde diesen Intensiv-Lippenbalsam in der Richtung Bio-Granatapfel und Bio-Shea-Butter. Der ging, ich glaube, ich habe das irgendwie bei DM Facebook gesehen, dass der jetzt aus dem Dings, aus dem Sortiment geht und habe mir da noch zwei Stück von gekauft. Ich mag den eigentlich ganz gerne und deswegen habe ich den noch immer dabei. Noch mit drin habe ich, das liegt eigentlich immer bei mir in diesem Täschchen drin, und zwar von NYX den Liquid Suede in der Farbe Soft Spoken. Ist einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte, bin ich ein riesen Fan von, und deswegen muss der nämlich auch immer dabei sein, wenn ich irgendwie mal, ja, manchmal gucke ich bei der Arbeit dann in den Spiegel und denke, okay, ich sehe irgendwie doch ein bisschen tot aus, irgendwie, weil ich keine Lippenfarbe oder was drauf habe, dann mache ich mir immer den hier drauf und dann fühle ich mich direkt auch wieder wohler. Und was ich auch immer dabei habe für die Lippen, ist so ein durchsichtiger Gloss einfach, der hier ist von Catrice. Luxury Lips Intense Care Gloss. Ich glaube, ich hatte den gekauft, genau, hier steht Luxury All Complex, weil der halt auch mit Öl und so weiter versetzt sein soll, damit man die Lippen gleichzeitig ein bisschen pflegt. Ich hatte das so als Ersatzprodukt für dieses Clarins Lippenöl gekauft, weil ich das eigentlich gerne haben wollte, aber es war mir dann zu dem Zeitpunkt zu teuer. Habe dann hier zugegriffen und der sieht irgendwie, obwohl der echt noch nicht so alt ist, ich habe den, es ist noch nicht lange her, dass ich den gekauft habe, und der sieht schon richtig verranzt aus. Ich weiß überhaupt nicht warum. Es sieht auch so aus, als ob ich damit mal über Lippen drüber gegangen bin, die noch ein bisschen gefärbt waren. Dabei benutze ich eigentlich immer nur den komplett alleine, ohne dass ich was drunter habe. Naja,
Bin ich aber eigentlich auch recht zufrieden damit, deswegen habe ich den immer dabei. Dann, okay, das ist jetzt, was mir gerade ins Gesicht springt. Und zwar, hier in Köln ist ja Karneval und ich hatte mir eine Tüte Muzemandeln gekauft und habe die bei der Arbeit immer ein bisschen gesnackt, denn die schmecken einfach mega lecker und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie sind richtig gut und sie riechen gerade auch einfach mega lecker, aber ich glaube, die sind ja ein bisschen hart jetzt leider geworden, da ich sie tatsächlich in der Tasche vergessen habe. Aber ja, normalerweise trage ich keine Muzemandeln mit mir rum. Aber das ist, ja, wie gesagt, ich habe die Tasche nicht angefasst, so wie sie wie ich Freitag mit ihr nach Hause gekommen bin. Und deswegen sind da noch die Muzemandeln drin. Was ich immer dabei habe, was bei mir absolut nicht fehlen darf, das ist mein Kindle. Ich habe einen Kindle Paperwhite und habe den hier auch schon richtig lang. Also der ist Jahre alt und ich bin einfach schwer begeistert von dem Teil. Ich liebe ihn. Er ist super leicht. Also was den hier eigentlich wirklich schwer macht, das ist nur die Hülle. Der Kindle an sich ist, ja, der wiegt gar nichts. Und ich habe einfach immer was zu lesen dabei. Und das brauche ich auch. Also ich lese jeden Tag, wenn ich mit der Bahn fahre. Und wenn ich ein normales, richtiges Buch mitnehme, ist mir das einfach zu schwer. Und dafür ist die Tasche auch einfach zu klein. Also dann ist die Tasche so voll, da passt kaum noch was anderes rein. Deswegen Kindle ist ein absoluter Muss von mir. Was ich auch immer dabei habe als nächstes ist mein Taschenkalender. Ich mag den hier sehr, sehr gerne. Ich liebe diese Farbkombi mit dem Hellblau, dem Rot und dem Schwarz. Und es ist eine lustige Gitarre. Giraffe drauf und ein kleiner Igel und ich habe lange nach einem Kalender gesucht, den ich schön finde, der inhaltlich irgendwie gut aufgebaut ist und der nicht so teuer ist. Also ich habe da teilweise auch im Internet geguckt und Kalender gesehen irgendwie für 60 Euro, die wirklich wunderschön sind, aber sorry, ich gebe für keinen Kalender irgendwie 60 Euro aus. Und dann habe ich den hier gefunden in der Mayerschen Buchhandlung und habe mich abgedacht, so, der gefällt mir, den nehme ich mit und der darf auch nicht fehlen. Da schreibe ich mir sämtliche Termine ein. Ja, viele benutzen ja einfach ihr Handy dafür und das kann ich gar nicht. Ich bin aber auch kein Freund von diesen fetten Planern und da jede Woche dekorieren und so weiter, da fehlt mir einfach die Geduld und auch die Zeit für. Deswegen stinknormaler Planer für mich. Ein Kugelschreiber. Ein bisschen Müll hat man ja auch immer in der Tasche, oder? Ich weiß nicht, ich habe hier irgendwelche alten Rewe-Zettel und Taschentücher, das kann ich jetzt gleich direkt mal in den Müll schmeißen. Aber sonst habe ich tatsächlich, das ist voller Krümmel von den Mützen, sonst habe ich tatsächlich nur noch mein Portemonnaie da drin. Ich habe dieses hier von Liebes Kind, ich habe das vor 2 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich liebe es sehr. Es ist nur leider richtig mitgenommen und es sieht nicht mehr wirklich schön aus, ich weiß nicht. Doch bei manchen Sachen weiß ich, was damit passiert ist. Vor allem ärgere ich mich, dass ich mal in einer anderen Tasche einen Kuli auch mit gehabt hat und da war die Mine raus und hat dann hier echt Kugelschreiber auf das tolle Lederportemonnaie gemacht. Aber ich liebe dieses Portemonnaie und finde die Aufteilung von innen einfach auch perfekt. Es gibt richtig viele Fächer für Karten, es gibt richtig viele Fächer für anderen Kram. Und deswegen, ich bin ein sehr großer Fan davon. Und tatsächlich, meine Tasche ist jetzt leer. Das war alles, was ich, was so in meiner Tasche ist. Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass nicht mehr Kram einfach, ne, so alltäglicher Kram oder Müll oder was mit da drin ist. Ich bin ja doch ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich anscheinend doch meine Tasche regelmäßig irgendwie ausmiste. Ja, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Also ich schaue mir diese Videos super gerne an und finde das vor allem immer super interessant, wenn man das so jährlich macht. Also ein jährliches so What's in my bag, was hat sich irgendwie geändert. Und deswegen dachte ich, das ist eine ganz nette Idee und werde das vielleicht auch so handhaben. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal für heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!